ob es so weitergeht mit coolen Schnäppchen? Mit dem Uber geht's in nur 10 Minuten nach San Antoni. Für unter 25 Euro. Hier gibt's die meisten Restaurants und auch die meisten Partys. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Klar, dass hier auch hohe Preise lauern. Außer in diesem Lokal angeblich. Am Ende der Promenade. Und hier gibt's wirklich so Sandwiches für unter 5, unter 6 Euro. Ja, probiere ich mal aus. Wenig bezahlen, viel bekommen. Klappt das auch hier? Lena bestellt einen spanischen Klassiker. Ein Kroketten-Sandwich für 4 Euro. Sieht jetzt aber auch eher aus wie 4 Euro, ne? Aber ist doch typisch spanisch, oder? Meist stecken in den sogenannten Croquetas Fleisch- oder Fischfüllungen. Diese Veggie-Variante kommt mit Pilzen. Kroketten sollen ja typisch spanisch sein. Und die schmeckt doch ganz saftig und außen kross. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen unsexy aus auf diesem Toast, aber schmeckt wirklich lecker. Mit einem Glas Wein dazu zahlt Lena nur 7 Euro, spart aber auch an einer sexy Optik. Andere Hauptspeisen sehen schicker aus und kosten zwischen 8 und 12 Euro. Drinnen übrigens im kubanischen Ambiente. Vom heißen Latino-Flair zum Wetterumschwung. Tag 2 auf der Insel. Ganz offensichtlich ist das hier gerade kein Beachwetter, oder? Da habe ich mir überlegt, ich mache mal was anderes, natürlich günstig. Ebenfalls in San Antoni. Also Aquarium in der Höhle habe ich jetzt auch noch nicht gesehen oder erlebt, deswegen freue ich mich da richtig drauf. Ein Geheimtipp. Aber hält sich günstig und cool die Waage? Hi! Da hast du hier einen kleinen, ganz besonderen Ort gefunden. Ja, und vor allem echt günstig für Ibiza. Sonst ist alles so teuer hier. Ja, da hast du recht. Auf Ibiza gibt's nicht viel, was ohne Party und Luxus funktioniert. Mit dem Abtauchen in die niedrige Höhle geht's schnurstracks zu Ibizas Ursprüngen als Fischerinsel. Weil früher war das so eine Höhle, wo die Hummer gelagert haben und haben das einfach alles so beibehalten und zeigen jetzt den ganzen Touris, was für Fische es auf Ibiza gibt. Aha, mal sehen. Oha, auf Ibiza gibt's Haie, zumindest kleine. Aber nicht nur die Mittelmeertiere sind ein schöner Anblick, auch die Höhle selbst. Und Höhlen stehen auf jeder Ibiza-To-Do-Liste. Höhle auf Ibiza, check. Jetzt suche ich noch weitere Schnäppchen. Neuer Kassensturz. Zur Anreise kommen Flohmarkteinkäufe, Uber und Lunch. Die bisherige Gesamtsumme steigt auf gerade mal ca. 370 Euro. Und das ohne große Einbußen. Trifft das auch auf diesen Ibiza-Hack zu? Denn im Paradiso Art Hotel soll die Übernachtung sogar ganz umsonst sein. Aber zu welchem Preis? Oh mein Gott, das ist einfach so direkt im Eingangsbereich. Total abgefahren, oder? Ausnahmsweise darf Reporterin Lena für 2 Stunden ins ansonsten ausgebuchte Zimmer einchecken. Also ich überlege, dass man da jetzt irgendwie schlafen muss und da rennt halt jeder dran vorbei und so. Und wo zieht man sich um und sowas? Wahrscheinlich eine Toilette. Ich weiß es nicht, aber ich find's jetzt mal raus. Denn einchecken muss Lena in das Zimmer trotzdem. Hi! Ich brauche dann bitte deinen Personalausweis, weil dich hier jeder sehen, fotografieren und filmen kann. Du musst uns bitte unterschreiben, dass das okay ist. Der Grund: um das Glaszimmer herum entsteht viel Online-Content. Ne, daran habe ich noch gar nicht gedacht, weil ich bin ja natürlich völlig auf dem Präsentierteller da. Eine Unterschrift und 0 Euro später kann's losgehen. Ich bin ja mal total gespannt, wie das Zimmer aussehen wird. Rein optisch birgt das gläserne Hotelzimmer sicher keine Überraschungen. Aber wow. Also es ist schon irgendwie verrückt, weil man fühlt sich so isoliert hier. Also es ist so vom Schall her oder vom Geräuschpegel her, ist das wirklich ein Raum. Das finde ich schon irgendwie krass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber ja, jetzt sitzt da zum Beispiel einer in der Lobby. Alles unter Beobachtung. Und dennoch ist das Zimmer das ganze Jahr über belegt. Warum machen die Leute das? Machen sie es, weil es umsonst ist? Sie machen das aus 2 Gründen. Zum einen reizt sie der Ibiza-Umsonst-Aspekt. Wie mich? Genau. Und natürlich ist es eine einmalige Erfahrung. Und dann gibt es natürlich auch noch einen dritten Grund.
Ja, die sozialen Medien drehen durch. Prädestiniert für online und voll ausgestattet mit Fernsehen, Radio, Telefon. Zwei Menschen dürfen maximal rein. Ständige Beobachtung ist der wahre Preis. Nichts für jeden. Dafür aber umsonst. Ich würde jetzt mal gerne wissen, was hier alles noch drumherum ist. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber es muss ja eigentlich noch mehr geben, was quasi umsonst ist, ne? Das Frühstück ist nicht inklusive. Die Anlage samt Pool- und Barbereich aber schon. Ich habe jetzt nur eine Stunde, aber die nutze ich jetzt auch aus. Eine Stunde auf dem Lobby-Präsentierteller. Ein bisschen wie im Zoo. Schließlich machen Glaszimmergäste sich hier irgendwie ein bisschen zum Affen, oder? Manege frei. Ist so ein bisschen wie auf einer Bühne, dass man denkt, man muss irgendetwas machen. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Wirklich nichts für jedermann und jede Frau, oder? Ich weiß nicht. Gerade beim Aufstehen bin ich immer so verstrubbelt. Aber vielleicht ist's lustig. Maybe for the fun. Bestimmt, für eine Nacht? Ja. That's because it's only one day. Thank God. Für eine Nacht umsonst? Eine sicherlich außergewöhnliche Erfahrung. Wer es selbst probieren möchte, am besten jetzt gleich schon mal für nächstes Jahr buchen, denn superschnell vergriffen. Für die letzte Nacht möchte Lena Hippie-like im Camper schlafen, aber zu welchem Preis gibt's welchen Komfort? Hier bin ich jetzt mit meiner neuen Schlafmöglichkeit verabredet. Irgendwo gefühlt in der Pampa, aber direkt an so einer Klippe. Und das an einer sehr schönen mit Campervan Carlson. Die Kölnerin Miri im Exil vermietet ihr Schlafdomizil für 120 Euro die Nacht. Ja, super. Dann parken wir jetzt einmal um und dann kann ich dir den Carlson zeigen, ja? Mit der Schiebetür zur Sonnenseite. Na klar. So, mein neues Zuhause. Mein neues Zuhause, genau. Mit Küche, Schlafsofa, Außentheke und einem ganz besonderen Highlight. Gott, ist das cool. Ist ja mega. So ein eigenes Sonnendeck, oder? So? Ja, genau. War schön. Besitzerin Miri wohnt mehrere Monate im Jahr auf Ibiza. Coole Tipps von einem echten Local gibt es also völlig umsonst on top. Da kann man den einen oder anderen Drink zu sich nehmen. Wo? Dazu gleich mehr. Denn etwas Zeit bleibt noch. Dann danke für alles. Ich bleib einfach hier ein bisschen oben. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Überhaupt nicht. Das klingt nach einem super Plan. Ich leg dir den Schlüssel hier hin. Ja, perfekt. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Genieß es. Danke, danke. Tja, das lässt sich unsere Schnäppchenreporterin nicht zweimal sagen. Entspannen auf dem Dach eines Campers in einer von Ibizas Traumbuchten. Der Preis pro Nacht klingt erstmal nicht wenig, aber dann mal auf zum Sundowner, würde ich sagen. Spart am Ende vielleicht den Mietwagen? Praktisch, wenn der Sonnenuntergang ruft. Und den Besten der Insel soll's hier geben. Am berühmten Sunset Ashram am Kalakontas-Strand. Na dann mal hinterher. Aber wem eigentlich? Ich habe gerade zufällig den Erfinder dieses Ladens getroffen. Er will uns natürlich alles zeigen und deswegen laufe ich jetzt mal hinterher, obwohl ich eigentlich auf Sonnenuntergang gucken möchte. Ja, ich komme. Sundownen mal anders, mitten in einer Party-Crowd und sehr besonders im VIP-Bereich. Und das Beste ist, dieser magische Ort inklusive Party kostet keinen Eintritt. Fürs Bier zahlt man 2 Euro. Völlig bezahlbar. Atmosphäre an diesem magischen Ort unbezahlbar. Gehört nämlich auch dazu. Man hat auch so mega den Akku, den fancy Space daraus machen können, wo nur die reichen Leute hin. Aber das passiert halt schnell mit solchen Orten. Dass es eher eben nicht so ist. Für mich ist ein Hippie-Spirit, den Ibiza für mich ausstrahlt. Der schönste Abschluss ist der Vorschläge. Und das ist der wohl schönste Sonnenuntergang, den sich Leute auf Ibiza vorstellen können. Ein letzter Kassensturz für unter 500 Euro erlebt Schnäppchenreporterin Lena einen 4-tägigen Traumurlaub. Und das quasi ohne Verzicht.